Guten Morgen miteinander. Es ist soweit für den zweiten Saisonlauf der Saison. Wir sind unterwegs, also noch nicht ganz. Ich und mein Kart sind zwar schon unterwegs. Jetzt gehen wir noch den Herrn Brändli holen. Der ist das Wochenende mein Chefmechaniker. Da Mäuschen nicht kann, ist irgendwo in Köln aus Kraftwerk am Revidieren. Ob das gut kommt, weiß ich nicht. Aber die Deutschen haben anscheinend vollstes Vertrauen. Wir sind hier in Levi angekommen. Ja. Heute mal nicht mit dem Mäuschen, sondern mit dem Röbi. Ja. Ohne Schnauz. Ja, ersten Unfall haben wir auch schon gemacht. Was für ein Unfall? Ja, der Finger, oder? Ja. Aber das ist nicht so wild. Der Morgen gesagt, er macht nur Bestzeit, Quali, die schnellste Runde und dreimal Sieg. Ja, ungefähr so. Ja. Ist ja kein Plauschanlass. Ja. Ja, genau. Kaffeeviertel ist auch nicht, Räumendecke gibt es auch nicht. Und wir hoffen doch, dass der Marco wirklich auch am Sonntag als Quali gehen kann und es nicht übertreibt in der hitzigen Hormonphase. Also die ersten Fahren sind durch. Das sind jetzt knapp 40 Runden. Nicht schlecht, was meint der Brändli? Ja, die haben uns gesagt, wenn wir gut sind und der Marco ein bisschen schnell ist, wenn er 50er Zeit herbreche, dann sind wir gut. Dann sind wir schon wieder nicht. Das hat jetzt fast jede Runde mit 50, 50, 2, 50, 3 gemacht. Nach irgendwie 27 Runden, ich finde, es ist gut und es ist alles gegangen. Das ist das Wichtigste. Und er findet es auch noch gut. Genau, kein einziges Mal abgezogen, obwohl einmal nicht dran. Aber ja, ist top gelaufen. Mit dem ein Bierchen, ja.